So, meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu Mädchen2.de zu einer normalen Folge. Wir fangen erstmal damit an, 100 schimmernde Muscheln aufzumachen, die ich ja teilweise gedroppt habe, als ich auf Level 10, auf Champion Level 10 gelevelt habe. Die gingen jetzt nicht sonderlich nice weg in dem Moment, deswegen habe ich sie einfach aufgemacht und gehofft, dass was Nices rauskommt, aber leider nur eine blaue, eine rote. Also übel RIP, aber egal, hat mich ja nichts gekostet. So. Ich wollte mir diese Folge mal das Söldnersystem mit euch angucken, denn das ist ja noch relativ frisch und auch noch relativ unbekannt. Ich habe auf jeden Fall schon mal gesehen, dass es sich lohnen kann und auch sehr, sehr nice ist, theoretisch. Ihr müsst also, um das Söldnersystem nutzen zu können, Champion Level 1 sein und bei dem Johara-Kommandeur, nämlich auf der ersten richtigen Map auf Johara, eben die Quest absolvieren. Dadurch müsst ihr so eine Ebene in dem Turm absolvieren. Das habe ich also auch mal gemacht. Zum ersten Mal habe ich also mich in den Turm begeben und einfach mal, ohne großartig jetzt Push oder irgendwas drin zu haben, einfach mal so die ersten 5, 6 Ebenen gemacht oder so, weil ich mal wissen wollte, wie die so sind. Ich habe das noch nie gemacht, ja? Ich habe das noch nie gemacht. Dementsprechend habe ich mich also mal, ja, lang mal reinbegeben. Also ich finde, also erstmal, der Turm ist an sich extrem cool, muss man schon sagen, und ich wollte es auf jeden Fall mal getestet haben. Hat Spaß gemacht, war auf jeden Fall mal was anderes zu sehen, finde ich sehr cool. Ich verstehe auf jeden Fall, dass man da extrem gutes Equipment braucht, wenn man in die höheren Ebenen geht, das ist sehr heftig. Naja, ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, nur so bis Ebene 5 und 6 gemacht und halt mal das ausprobiert. Wollte ja sowieso nur die Quest absolvieren, damit ich eben das Söldnersystem nutzen kann. Habe ich also gemacht und dann kann man bei dem Johara-Kommandeur eben die Quest abschließen und bekommt sozusagen das UI, das User Interface für das Söldnersystem freigeschaltet. Ihr könnt also dann mit der Taste U das Söldnersystem öffnen. Und genau, du bekommst als Belohnung auch eine Söldnerlizenz und mit dieser und 5 Millionen Yang kann man einen zufälligen Söldner erhalten und ihr seht oben links auch schon die ganzen Quests, die man mit den Söldnern abschließen kann. Rechts sind die Einsatzinformationen, die man hat, wenn man den Söldner eben einsetzt. Und ja, das ist halt sozusagen das Fenster. Eigentlich selbsterklärend, man muss sich minimal reinfuchsen oder minimal da ein bisschen durchlesen. Und ja, damit habe ich den ersten Söldner bekommen. Ziel ist es irgendwann ganz später, dass man halt die bestimmten Anpassungen der Söldner so hat, dass es ein geschickter Speer, starker Kämpfer, erfahrener Retter, Sammler und glücklicher Glückspilz hat. Das ist halt sozusagen das, ja, wenn du die gelevelt hast und die Spezialisierung und so weiter später hast, dass es der Typ dann halt so heißt, dass es halt das Beste ist für seine Fähigkeiten etc. Ihr seht dann, wenn ihr einen so einen Söldner ausgesucht habt, was für Belohnungen rauskommen können, wenn es dann erfolgreich abgeschlossen wird, und ihr seht auch die Erfolgschance. Im Schnitt war es bei mir immer so, wenn ich die Söldner ausgewählt habe, dass es immer knapp unter 50% der Erfolgschance lag und ja, dementsprechend konnte man dann halt sozusagen die Quests annehmen. Je nachdem, ab welchem Level die Quests sind, manche sind am Level 1, manche am Level 2 und so weiter. Also die Söldner müssen dann ein bestimmtes Level haben, um diese Quests zu starten. Ja, wie gesagt, man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Das ist halt ja, am Anfang ein bisschen unübersichtlich, fand ich. Aber wenn man so ein bisschen das durchgelesen hat, dann ist das schon ganz nett. Das denke ich mal, da kann man also einiges mitmachen nebenbei. Das ist sozusagen so ein bisschen Shakes und Fidget nebenbei. Finde ich ganz cool. Man muss, wie ihr gerade sehen könnt, ich habe auch Ausdauer, um diese Viecher loszuschicken. Das habe ich nebenbei natürlich auch gleich gemacht. Erstmal, wie es aussehen könnte. Ich habe hier noch einen Screenshot von dem lieben Zander aus dem Forum gesnackt. Der hat mit einer Quest einfach mal fast über eine Million Champion-Level-Erfahrung bekommen. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Erfahrung man braucht, um ein Level zu machen, ist eine Million Champion-Exp natürlich irre viel, also Wahnsinn. Eine Million Champion-Exp ist extrem krass. Wenn ihr mal in den, unten in den Chat reinguckt, bekommt man, wenn man einen richtig guten Erfahrungspush hat, von den Mobs vielleicht 200 bis 250 Champion-Erfahrungspunkte. Und eine Million ist natürlich, also Wahnsinn. Also da kann man theoretisch, wenn man wirklich das Ganze nur mit Söldnern verfolgt und sich da reinfuchst und auch vielleicht ein bisschen Cash oder sowas für die neuen Söldner und so weiter, kann man definitiv sich eventuell auch leveln und einige nice Sachen rausziehen. Ich habe von der Gameforge auch ein paar Codes bekommen, das heißt, ich verlose hier 9 Coupons. Die beinhalten 3 Söldnerlizenzen, 5-mal Söldnerheilung, 10-mal Futter fürs Pferd. Was ihr dafür tun müsst, euren Ingame-Namen, euren Server und euer Level in die Kommentare hauen. Und wenn ihr Bock habt, schreibt ihr noch was anderes dazu. Ansonsten ist das das Giveaway. Das werde ich in einem der nächsten Videos erstmal auflösen und dann auch per Postfach an die jeweiligen Gewinner verteilen. Ja. Ich durfte auch eins einlösen, habe ich auch gemacht, wie ihr sehen könnt. 5 Heilungen, 3 Söldner, 10 Futter fürs neue Pferde-Update. Auch ganz cool. Habe ich also bekommen dürfen, habe die 3 eingelöst. 5 Millionen Yang, gut.
manchmal mit natürlich. Und dadurch habe ich also 4 Söldner gehabt. Ich muss mich, wie gesagt, dann auch noch extrem reinfuchsen, weil das halt, ja, damit ich halt den richtigen Söldner nehme und die richtigen Söldner entlasse und die richtigen Söldner level, muss ich mich halt noch ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber ich denke mal, das ganze System ist an sich sehr cool. Allerdings, ja, wenn du das natürlich extrem gut machen möchtest und extrem, ja, passig brauchst und benutzen möchtest, dann brauchst du irgendwann halt auch im Itemshop vielleicht nicht drum rumkommen, weil du halt viele Söldner aktivieren musst, also oder halt auch die Heilungen brauchst. Und die Heilungen habe ich bis jetzt nur im Itemshop entdeckt, aber ich weiß natürlich nicht genau, wo man sie sonst noch herbekommen könnte. Ansonsten, du bekommst die Söldner-Lizenzen auch von den High-End-Bossen auf im Horde, glaube ich, mit dem Abstieg etc. Da droppst du relativ viele. Ich habe von Kollegen gehört, dass sie da schon 200 Stacks irgendwie Söldner haben und so. Das ist natürlich crazy. Ja. Ich habe also auch mal die Quests angenommen, dass ich mir die Ausdauer erfarme, um halt die Söldner loszuschicken. Das kannst du alle 24 Stunden einmal annehmen. Und ich habe dann also die 600 Ausdauer einmal voll gemacht. Je höher euer Champion-Level ist, desto mehr Quest-Auswahl habt ihr, muss ich auch noch dazu sagen. Das heißt, ich bin Champion Level 10, das heißt, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Quests mehr zur Auswahl. Und die nächsten Auswahlmöglichkeiten bekommt man dann mit Champion Level 15. Ist natürlich ganz nett sozusagen, dass man dann so ein bisschen motiviert wird, vielleicht zu leveln. Und zusätzlich dazu, um halt die Söldneranzahl oder dein Söldner-Depot sozusagen zu erweitern, muss man das im Itemshop, glaube ich, auch besorgen. Wie habe ich im Rad oder in der Blitzauktion einfach mal gesehen. Da gibt es noch ein paar, einige Items, die ich noch nicht kenne, da muss ich nochmal schauen. Aber das ist sozusagen so grundlegend, das ganze System, ja. Ich habe dann, wie gesagt, die 600 Erfahrung dazu, die 600 Ausdauer dazu gesammelt, dass ich dann die ersten Söldner losschicken könnte. Hier also nochmal das Fenster. Ich habe dann also hier die 600 Ausdauer jetzt gefarmt, das heißt, pro Einsatz kostet es Ausdauer. Ihr seht jetzt, der Einsatz kostet zum Beispiel 175 Ausdauer. Und ihr seht ja auch, ihr könnt die nächsten Freischaltungen bekommt man dann erst mit Champion Level 15. Das heißt, so alle 5 Level. Damit konnte ich dann also dann für bestimmte Quests dann eben die Söldner aussuchen und dann auch losschicken. Das war jetzt für Champion Level 11, für Söldner Level 2. Das habe ich jetzt übersehen in dem Moment. Ich habe mich halt so ein bisschen durchgeklickt, nur ein bisschen geguckt, ne, dies, das. Ihr seht schon, Champion Level mit Söldner Level 2 brauchen die ganzen Quests. Weiter unten waren dann die für 1. Da habe ich dann also mal irgendwas losgeschickt und ausgewählt sozusagen. Und da könnt ihr auch mal gucken, was für Belohnungen ihr bekommt, wie die Erfolgschancen sind, wie viel Ausdauer es kostet, was für ein Einsatztyp das ist, das Ganze. Und ja, dann habe ich also einfach mal rumgeklickt, ein bisschen rumprobiert, was geht. Und die verschiedenen Söldner haben auch verschiedene Boni und Spezialisierungen, die sie dann irgendwie mit Söldner Level 10 und noch weiter freischalten können, dass sie dann halt noch sozusagen so ein paar Boni noch bekommen, zum Beispiel höhere Erfolgschance, höhere Chance auf Tempel-Erfahrung und so weiter, oder höhere Drop-Chance, so ein ganzer Quatsch halt, ne, wisst ihr, wie ich meine? Und ja, dann habe ich also mal wieder losgeschickt und so sah das Ganze dann halt aus. Die sind dann halt im Spinnern unterwegs, das dauert halt seine Zeit, bis die wieder zurückkommen und ja, das ist sozusagen das System. Ich finde das System ganz nice, ich werde mich da noch ein bisschen mal mehr auseinandersetzen, weil es ganz interessant werden könnte. Und halt mal dann ein bisschen was nebenbei farmen könnte. Das ist natürlich ganz cool. Yo, ich habe dann also noch die Belohnung abgeholt, die ich mit dem Turm bekommen habe natürlich, weil ich habe ja die ersten 5 oder 6 Ebenen gemacht und auch die kleine Segnung mitgenommen, die ich auch noch aufmachen wollte, die ich natürlich auf meinen Helm gezogen habe, denn da sind noch doofe Boni drauf, hat aber leider fehlgeschlagen, aber so ist es halt, ne. So, und den ersten, neue Pferdesystem gibt es ja auch noch, das heißt, man kann auch, glaube ich, eine tägliche Quest annehmen, um halt Futter zu bekommen in der Knollhöhle, wenn ich richtig informiert bin, und dann dementsprechend halt sein Pferd füttern. Ich habe auch gesehen, es gibt dann auch neue Skills, sozusagen so Skills für euer Pferd, wenn die halt gelevelt wurden und so. Also sozusagen das, ich glaube, das wäre es, es gibt ja jetzt das KG, MG und das dieses High-End-Kriegspferd danach, ne? Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Das gibt es also auch noch, da gibt es also noch 1, 2 neue Systeme, die eventuell ganz cool werden könnten. Da habe ich jetzt also die 10 Futter verfüttert und weiter geht es damit. Und irgendwann braucht man auch Gaia zum Verbessern, das ist natürlich auch heftig, ja. So, damit war es das von diesem Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr ein Giveaway teilen wollt, wie gesagt, schreibt in die Kommentare die Giveaway-Voraussetzungen. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Peace und Tschüss.